Mopsi Mops, im Namen des Volkes verurteile ich Sie hiermit zum Tod durch den Strick. Das Urteil wird von mir auch sofort ausgeführt. Sieht ziemlich grausam aus, ist aber noch gar nicht so lange her, dass Tiere von den Gerichten verurteilt worden sind. Und teilweise wurde da auch die Todesstrafe verhängt. Wer hier was mit Tieren gemacht hat und seit wann wir Tiere nicht mehr zum Tode verurteilen, sage ich euch in diesem Video. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildeborger und Solmecke. Und so wie ihr das hier gerade am Anfang gesehen habt, lief das ja nicht nur im Mittelalter ab. Es war nämlich so, dass Tiere tatsächlich vor den Richter mussten. Das Ganze ist auch erst vor einiger Zeit abgeschafft worden. Schauen wir uns mal an, ab wann es diese kriminellen Schweine gab. Man kennt ja, du kriminelles Schwein, ist ja so ein gängiger Begriff und der wurde teilweise ganz schön wörtlich genommen. In Latein gab es früher Anklageschriften, die verlesen worden sind, die die Tiere natürlich nicht verstanden haben, aber die Tiere sollten einen fairen Prozess bekommen, denen wurde ein Rechtsbeistand gestellt und dann hat der Rechtsbeistand, der Rechtsanwalt des Tieres, versucht eben sein Tier zu verteidigen. Und das gab es über Jahrhunderte in Deutschland, den Niederlanden und der Schweiz und auch in Frankreich war das üblich. Schauen wir uns mal einen der frühesten Fälle an, die da aufgezeichnet worden sind. Der stammt aus dem Jahre 1266. Da wurde ein Schwein in Paris bestraft, weil es über ein Kind hergefallen ist und es wurde verbrannt. Also da schon Todesstrafe für ein Schwein. 1548 gab es eine Gerichtsverhandlung gegen einen Ochsen. Der wurde zum Tode verurteilt, weil er vorher mit seinen Hörnern ein Kind aufgespießt hatte. Dann die Gerichtsräte des Herzogs von Jülich ließen im Jahr 1582 einem Schwein die Knochen brechen und es auf ein Rad flechten. Das war also eine ziemlich krasse Vollstreckungsmethode, die da angewandt worden ist. Doch es ging nicht immer nur zum Nachteil der Tiere aus. Es gab auch manchmal den Grundsatz in dubio pro reo. Französische Richter, die hatten eine gesamte Schweineherde in Untersuchungshaft genommen, weil diese einen Menschen getötet hatten. Und auf Anordnung des Königs wurde dann allerdings nur das kriminellste Schwein verurteilt. Und bei den anderen galt im Zweifel für die angeklagten Schweine, die haben keine Mittäterschaft nachgewiesen, also in dubio pro reo. Ja, und dann gibt es tatsächlich auch bizarre Urteile, die gesprochen worden sind, weil man besonders viel Angst vor einem Wolf hatte. Es gab den Werwolf-Prozess 1589 in Bedburg. Da wurde der Bauer Peter Stump verurteilt, weil man dachte, er wäre ein meuchelnder Werwolf, der Kinder tötet. Teilweise wurden die Schweine auch einfach im Rhein ertränkt, so wie zum Beispiel in Wesel 1618. Ein Schwein tötet ein Kind und wird deswegen ertränkt. Aber auch Ungeziefer standen vor Gericht. Es gab zum Beispiel kirchliche Bescheide und mit dem wurden Maikäfern, Heuschrecken und Ratten aufgetragen, es zu unterlassen, weitere Schäden an menschlichem Hab und Gut zu verursachen. Ah, da aber die sich nicht dran gehalten haben, gab es einen Prozess und in diesem Prozess gab es eben einen sogenannten Prokurator, sowas wie ein Staatsanwalt. Und dieser Prokurator hat die Schädlinge vor Gericht gezogen. Es gab dann eine Vorladung, die wurde den Heuschrecken per amtlichen Boten überbracht. Klingt unglaublich, ist aber wahr. Und während der Verhandlung griff sich der Richter immer mal wieder ein paar Schädlinge und wies sie an, innerhalb einer bestimmten Frist auf einem bestimmten Gebiet keinen Schaden mehr zu veranlassen und wenn sie dem nicht Folge leisten würden, würden sie wahlweise exorziert oder exkommuniziert. Ob den Heuschrecken das jetzt scheißegal war, dass sie exkommuniziert werden, weiß ich allerdings auch nicht. Ja, und dann hatten die aber manchmal auch ganz komische Sachen, dann haben die zum Beispiel Delfine im Hafen von Marseille in Frankreich mit Weihwasser vertrieben.
Ganz besonders brutal ging man auch mit den Besitzern der Tiere um, wenn sie Sex mit den Tieren hatten. Sodomie war verboten nach der peinlichen Halsgerichtsordnung Kaiser Karls V. von 1530-1532. Noch selbst im aufgeklärten preußischen Landrecht war das verboten. Und man hatte damals noch zu Kaiser Karl dem V. Zeiten gesagt, okay, der Sodomit, also der Mensch, der mit dem Tier Geschlechtsverkehr hatte, wird verbrannt und das Tier wird auch verbrannt. Und im preußischen Landrecht hieß es dann, wer Sex mit einem Tier hatte, bekommt eine brutale Prügelstrafe und das Tier solle vom Erdboden getilgt werden. Soll auch dann eliminiert und verbrannt worden. Und was ich auch spannend fand, das wäre hier auch undenkbar, man hat nicht nur das Tier verbrannt, sondern gleichzeitig auch alle Prozessakten nach dem Prozess, damit von dem Frevel auch wirklich gar keiner mehr wusste und nichts mehr übrig blieb. Das wäre ja noch ein bisschen verrückter, wenn wir hier auch immer die Prozessakten eines schlimmen Prozesses verbrennen würden, damit keiner mehr daran denkt. Aber so haben die offenbar noch 1700 entsprechend gedacht. Aber 1700 klingt lange her, 1916 klingt schon nicht mehr so lange her. Und im Jahr 1916 wurde der Zirkuselefant Murderous Mary an einem Kran aufgehängt, so muss man sich vorstellen, Kran aufgehängt, weil er einer Hilfskraft in Panik den Kopf zuvor zerquetscht hatte. Ja, der Sheriff hatte damals die Hinrichtung befohlen und 3000 sensationshungrige Zeugen schauten zu. Ja, das alles ging natürlich, weil Tiere lange Zeit auch als Sache betrachtet worden sind. Erst seit 1990 werden in Deutschland Tiere nicht mehr als Sache, sondern nur noch als sachenähnlich im BGB betrachtet. Und in der Schweiz, da ist es sogar so, dass es dort noch einen amtlichen Experten für Tierrecht gibt, der dann die Rechte der Tiere jetzt immer noch wahrnimmt. Zum Beispiel hat ein amtlicher Experte dort mal bei einem Scheidungsstreit im Jahre 2003 ein Chamäleon vertreten und musste dann für das Tier klären, wo es wohl besser hinkommt. Der Experte namens Antoine Götschel sagte, sein schwierigster Mandant sei ein Fisch gewesen. Da ging es um die Rechte des Fisches gegenüber einem Angler, der wegen Tierquälerei angeklagt worden ist. Der Anwalt der Tiere sagt, bei Fischen ist es schwierig, sie zu verteidigen, weil auch die Gerichte da die Meinung haben, das sind keine leidensfähigen Lebewesen, auch nicht bei Schlangen und Schildkröten. Prima verteidigen könne er hingegen Wespen, Katzen, Pferde, mit denen hat man immer die gesamte Menschheit hinter sich. Also, Tiere vor Gericht. Dieses verrückte Thema präsentierte uns natürlich der Justillon, das kuriose Rechtsnachrichtenportal. Und wir bringen immer samstags hier auf dem Kanal Kanzlei WBS eine so kuriose Rechtsnachricht. Das ist wirklich kurios, dass man Tiere früher erhängt hat, weil sie irgendwie was Böses gemacht haben und vor allem, dass es dann auch noch einen richtigen Prozess gab, an dem die Leute dann teilgenommen haben und der nach den Regeln des Rechts stattgefunden hat. Was meint ihr dazu? Tiere und deren Rechte? Wie seht ihr das? Sollten Tiere Gerichtsverhandlungen geben und dann eben Verteidiger? Wäre für mich als Anwalt auch noch eine neue Einkommensquelle, wenn man die Tiere vertreten könnte? Postet es hier in die Kommentare. Ich bin auf euren Input gespannt. Danke euch fürs Zuschauen. Morgen gibt es hier schon das nächste Video. Lasst unwahrscheinlich gerne ein Abo da, falls ihr das nicht sowieso schon getan habt. Und wir sehen uns dann morgen hier an dieser Stelle wieder. Danke fürs Zuschauen. Tschüss und bis dahin.